Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Im letzten Teil haben wir uns wieder eine sehr lange, aber auch sehr aufschlussreiche Zwischensequenz angesehen. Wir haben gesehen, Granin ist tot, wurde von Volgin getötet, weil er Verdacht hatte, dass er der Spion ist. Dabei ist es Eva, ja. Aber das weiß zum Glück noch keiner. Ja, und The Boss ahnt schon, dass wir auf dem Weg nach Grossengrad sind und hat deswegen die Sicherheitsvorkehrungen verstärken lassen, was natürlich nicht so toll für uns ist. Aber gut, was sollen wir machen? Ja, und diese Romanze zwischen Snake und Eva, die bandelt sich immer weiter an. Ob da was wirklich draus wird, weiß man nicht so. Weil wer so viele Filme und Serien und sowas wie ich guckt und Spiele spielt, der weiß, dass sie sich meistens in so Serien und Filmen immer unglaublich schwer damit tun, zu sagen, was sie fühlen. Anstatt einfach zu sagen, ich liebe dich. Nein. Da wird erstmal 5 Stunden um den heißen Brei drum herum geredet und dann kommt doch nichts bei raus. Ja, naja. Was soll's. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder den halben Weg zurück, um zu dieser Tür zu kommen, weil wir ja von der Eva den passenden Schlüssel bekommen haben. Und ich glaube, jetzt laufen hier sogar andere Gegner rum, wenn ich mich nicht täusche. Das müssten nämlich jetzt so Flammenwerfer-Heinig sein. Ich höre sie auf jeden Fall, ich sehe sie allerdings noch nicht. Ich sehe da unten einen normalen Gegner, der jetzt erstmal schlafen geht. Oh, da ist er. Seht ihr das? Oh fuck, der kann mich so erkennen. Ich dachte, ich stand weit genug weg. Na toll. Das hat ja mal wieder super geklappt. Man kennt das ja nicht anders von mir. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht warum. Wie war das? Wie kann er mich denn da oben sehen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich sitze hier wie auf dem Präsentierteller, habe ich das Gefühl. Naja. Ich kann mich hier kaum erwischen. Von daher. Johnnymo! Bam! Hat sogar geklappt. Und er pennt. So, jetzt auch noch. Dann hat sich der Salat. Oder so. Und wir sind noch schon an der Tür. Ja, ging mal wieder nicht so leise, wie ich es gerne hätte, aber hey, wir sind an der Tür. Grosnigrad, unterirdischer Tunnel. Das ist sehr schön. Gut, und der soll uns anscheinend oder angeblich direkt nach Grosnigrad führen. Das wollen wir dann auch hoffen. Weil einen anderen Weg kennen wir nicht und wäre auch wahrscheinlich zu gefährlich, weil wir können ja nicht einfach wie Eva mit ihrem Motorrad da durchbrettern. Deswegen müssen wir uns den Kanalisationsweg nehmen, quasi. Lag da was? Ja. Okay. So. Dann gehen wir mal hier durch den Tunnel. Mal sehen, was uns hier so erwartet. Außer ein tiefer Abgrund, den wir aber umgehen können. So, wenigstens aus diesem Berggebiet wieder weg. Ah ja, und hier geht's runter. Das ist schön. I am the Fury! The flames of my rage will incinerate you. I came back from space. As I returned,
I had one vision. The world set ablaze. And do you know what I saw there? Fury. A great and terrible fury at being alive. Now you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. Ja, und da haben wir auch schon unsere nächsten Gegner. Es geht relativ schnell, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt. Weil vor kurzem haben wir noch The End erledigt und jetzt sind wir schon hier. Und für den nehme ich immer, ich weiß gar nicht wieso, aber für den nehme ich immer die Schrotflinte. Ich glaube, das zieht am meisten ab oder es macht einfach am meisten Spaß. Ich weiß auch nicht. Ich nehme auf jeden Fall für ihn immer die Schrotflinte und baller dem dann einen in den Rücken. Und ja. Der fliegt halt gerne durch die Gänge mit seinem komischen Jetpack und wenn wir da in der Nähe stehen, verbrennen wir. Also, das heißt nicht, dass wir direkt tot sind. Auch, wie ihr seht. Wir brennen halt nur ein bisschen. Würdest du bitte da hochklettern? So, wo haben wir den denn jetzt? Na, 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 komm schon. Wo ist er denn da? Okay, vielleicht soll ich dafür dann doch lieber das Maschinengewehr nehmen, weil er gerade so weit weg steht. Bam! Au. Okay, was hat er jetzt vor? Gibt er jetzt wieder ab? Au. Okay, ich glaube, ich sollte mich mal heilen. Schwere Verbrennung. Ja, da brauchen wir ja nur die Salbe. Wo haben wir denn die Salbe? Da. Achso, und noch Verband, glaube ich, ne? Ja. Sehr gut. Ups, nee, dran zoomen wollte ich jetzt gerade nicht. Okay. Ja, wenn ihr geheilt seid, lädt sie nämlich auch die Energie wieder auf. Lädt sie sich auch so, aber sie kann sich halt nicht richtig aufladen, wenn da so ein roter Balken ist, weil dann seid ihr halt nie richtig gesund, sag ich mal. Ah, da hinten ist er. Bam. Hallo, sowas sagt man aber nicht. Ist nicht nett von dir. Ja, das ist dein Problem. Oh Gott! Puh. Oh Mann, mir geht's gar nicht mehr so gut. Wo ist er denn? Wartet mal kurz. Kann ich nicht irgendwas nehmen, dass es mir besser geht? Medizin? Nee. Nee. Haben wir nicht irgendwas? Rucksack. Muss kurz gucken. Ich bin sehr. Wie heißt es? Sehr, sehr unaufmerksam gerade irgendwie. Was ist denn, wenn ich was esse? Wie wär's mit dem Papagei? Nee. Ich nehme nochmal einen Calorie Mate. Nee. Das lädt mir was auf. Gut, dann muss ich ein bisschen aufpassen.